Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol. Beim letzten Mal sind wir zum Rückenbrecherposten gekommen und haben hier durchaus einige Quests angenommen, also das ist gar nicht mal wenig. Und ich würde sagen, dass wir auch direkt damit starten. Wir müssen hier im Nordosten, in der Gegend von Set Gore, ein paar Quests erledigen. Ansonsten müssen wir noch ein wenig Richtung Westen, beziehungsweise Südwesten. Ich bin gerade am Überlegen, was wir zuerst machen sollen. Ich sehe hier gerade schon so ein Höllenwirbelkraut. Ich würde sagen, dann fangen wir hier im Osten mal an mit den Quests. Können wir das den Kirschen an? Ja, können wir Kirschen an. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Und unser süßes Terror-Dax-Junges fliegt natürlich auch mit uns mit. Ja, du bist ein süßes Tierchen. So, dann schauen wir mal. Was müssen wir hier noch machen? Die Hölleneber müssen wir nicht töten. Alles klar. Dann halten wir mal Ausschau nach den Höllenwirbelkräutern. Beziehungsweise dem Höllenwirbelkraut. Allzu viel scheint es davon hier aber nicht zu geben. Goldener Sandsamen, okay. Lass mal gucken. Das müsste eigentlich hier in dem Gebiet sein. Müssen wir die Peons töten? Ja, Blut des blutenden Auges, alles klar. Oh, da hinten sehe ich was. Das nehmen wir direkt mal mit. Da haben wir auch noch was. Der kann von mir aus das Erz haben, das ist mir egal. Da ist er wahrscheinlich auch scharf drauf, oder? Nee. Doch nicht. Doch ist er. Dann soll er das mal machen. Das juckt mich nämlich überhaupt nicht. Wir sind ja Gott sei Dank nicht mit Syndol Bergbau. Bergbaumensch. So, sehr gut. Ich mag nur das Kraut hier haben. Und ich habe gestern ein paar Kommentare. Nee, vorgestern war das, ne? Doch, vorgestern ein paar Kommentare zu der letzten Folge bekommen. Und ja, ihr seid eigentlich soweit mit den Wäldern von Terokka einverstanden und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Wie gesagt, das ist für mich auch mal wieder was Neues, weil ich eigentlich generell immer Höllenfeuerhalbwinsel und dann Zangarmaschen und dann eventuell noch Nahgrand-Queste und dann ist man eh schon wieder ready für Wrath of the Lich King. So, mal gucken. Der kommt hier nicht ran, alles klar. Also von dem her, Wälder von Terokka freue ich mich auch drauf. Kochendes, gekochtes Blut. Okay, wie viel Blut müssen wir denn sammeln? 12 Stück. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Wenn das in der Folge nicht rechtzeitig hinhaut, dann werde ich das einfach mal offscreen wieder machen. Das ist ja kein Problem. So, nehmen wir ihn hier auch mal ran. Hat er nicht normal auch immer so einen Wolf dabei? Komisch. Den da hinten können wir eigentlich auch direkt mal mitnehmen. Können wir dem vielleicht irgendwie irgendwas antun? Ja, machen wir mal so. Oh, diese Kniesehne, das ist so unglaublich. Da wird man so extrem langsam. Nehmen wir mal ihn hier. Ich habe keinen Bock auf dieses Auge von Grillok. Wenn sich da nichts geändert hat, dann ruft das immer jemanden herbei. Wenn das einen erblickt. Also quasi so ein Helferlein. 2 Blut haben wir, okay. Ey, diese Kniesehne ist echt ein bisschen nervig, ehrlich. Jetzt haut der uns wahrscheinlich wieder eine Kniesehne rein. Bam. Nee, doch nicht. Sehr schön. Nekrolyt. Den können wir auch töten, alles klar. Da hinten haben wir wieder so ein Kraut. Sehr gut. Eigentlich kannst du auch mal rankommen. Ja. Ein Blut nur. Eieiei, das dauert so lange, Freunde. Der Wahnsinn. Ne, den können wir eigentlich wieder unterbrechen. Was ich sagen wollte, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte eigentlich in der Folge irgendwas erzählen. Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Ich stehe irgendwie absolut neben der Spur aktuell. Das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich glatt vergessen, was ich euch erzählen wollte. Na gut, vielleicht fällt es mir irgendwann noch ein. Ansonsten, ja, war es halt wahrscheinlich nichts Wichtiges. Sag mal, warum komme ich da jetzt nicht drauf? Na gut, wie auch immer.
Soll uns nicht interessieren. Da, das Erz brauchen wir nicht. Wir haben erst 4 Blut. Ich denke mal, das werde ich dann offscreen fertig machen. Beziehungsweise halt wieder 11 von 12. Vielleicht sollten wir einfach derweil auch nochmal eine andere Quest anfangen. Aber ich räume jetzt einfach mal hier um den Turm herum nochmal ein bisschen die Gegner auf. So, sehr gut. Und ich denke nicht, dass wir in der Folge noch ein Level abschaffen, leider. Ich hatte das ja in der letzten Folge erwähnt, dass das eventuell cool wäre, wenn wir das heute schaffen würden, aber das haut zeitlich einfach nicht hin. Wir müssten ein paar Quests abgeben. Aber dafür müssten wir sie natürlich auch erst fertig bekommen. Also ich denke, dass wir erst in der nächsten Folge ein Level abhaben werden, leider Gottes. So, Höllenwirbelkraut. Das ist echt hier total selten verstreut. Das ist der Wahnsinn. Hätte nicht erwartet, dass es davon so wenig gibt. Da vorne haben wir noch eins. Wobei da gerade die Schlange kommt, oder? Nee, die geht, glaube ich, in die andere Richtung. Okay. Was müssen wir eigentlich noch hier machen? Hier oben. Irgendwas mussten wir doch hier. Kopf des Walkmeisters. Alles klar. Dann gehen wir da vielleicht mal rein. Oh. Teufelsherrscher. Der hat einen früher immer umgebracht. Inzwischen ist er nicht mehr ganz so aggressiv, glaube ich. Das war so, als Burning Crusade rausgekommen ist, so das Highlight auf der Höllenfeuerhalbinsel. Immer wenn man hier total unbefangen gequestet hat, kam er vorbei und hat einen kaputt gehauen. Also damals war der auch deutlich gefährlicher. So, reiten wir mal hier irgendwo durch. Und da ist er. Walkmeister Krusch. Und er hat 2 Wölfe. Eines heißt Rip, das andere heißt Chen. Das ist auch wieder typisch Blizzards. Das ist unglaublich. Rip und Chen. Was machen die denn da hinten? Na gut, wir haben auf jeden Fall den Kopf schon mal. Dich können wir einmal silencen. So, machen wir den einfach mal kaputt. Hier drin können wir ja auch noch ein bisschen Blut farmen. Das ist ja kein Problem. Können wir die Viecher kirschen? Dann können wir tatsächlich. Da hinten sind die auch nochmal. Knotenhautleder. Yes, davon brauche ich ganz, ganz viel. Das wird eh richtig krass, Lederverarbeitung hier zu skillen. Das wird richtig, richtig übel. Ich brauche einige hundert von den Dingern. Na, mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. Das ist halt im Let's Play mit den Berufen immer so eine Sache. Weil man halt wenig nebenher farmen kann. Weil es dann halt wieder ein Level Up gibt und keine Ahnung was. Und alles aus dem Auktionshaus kaufen ist auch nicht das Gelbe vom Ei, weil das Zeug halt doch sehr, sehr teuer ist teilweise. Dementsprechend, wenn ihr sowas übrig habt, das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ihr mir Gold schickt. Weil mit dem Gold könnt ihr euch selber natürlich wunderbare Sachen kaufen. Aber wenn ihr irgendwie Leder übrig habt, was ihr nicht braucht, aktuell Knotenhautleder, dann freue ich mich da definitiv auch drüber. Also wenn ihr mir was schicken wollt, muss das nicht unbedingt Gold sein. Wie gesagt, behaltet euer Gold. Das könnt ihr sicher besser anlegen, als das hier bei mir rumgammeln zu lassen. Ich freue mich natürlich, definitiv. Ich sage nicht, dass ihr mir nichts schicken sollt, aber wie gesagt, überlegt euch das gut. Bei mir bleibt das hier eh nur. Also wenn ihr eher eine bessere Verwendung für das Gold habt, dann behaltet das Gold lieber. Ich möchte auch nicht, dass ihr eure letzten Kröten hier an mich schickt. Das muss definitiv nicht sein. Deswegen finde ich ja auch so kleine Spenden von wegen 30 Silber oder 1 Gold immer total süß, weil man kann davon ausgehen, dass ihr quasi selber total wenig habt und mir trotzdem was zukommen lassen wollt. Das finde ich immer total nett. Und wie gesagt, also es muss nicht viel sein, der Wille zählt, definitiv. So, lass mal gucken, wir haben 11 Blut. Okay, dann schaffen wir das in der Folge vielleicht doch noch. Aber wie gesagt, über Leder würde ich mich definitiv freuen, wenn ihr da was übrig habt. Ich glaube, aktuell brauchen wir Knotenhautleder, ne? Muss ich mal kurz nachgucken. Fertigkeit wird erhöht. Irgendein oranges Rezept.
Unverwüstliches Leder. Ja, unverwüstliches Leder und Knotenhautleder. Haben wir 12? Ne, wir haben immer noch keine 12. Okay. Mal gucken, von ihm kriegen wir sicher das 12. Jo, Kniesehne. Arschloch. Ach, das ist so unglaublich nervig. Was ist das denn? Nasegrills Inbrunst, alles klar. Irgend so ein Buff. So wie es aussieht. Jo, wir haben die 12 Blut zusammen. Dann reinigen wir die mal. Achso, wir können das hier einfach anklicken. Müssen wir die töten? Ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Das Problem ist, ich habe keinen so einen richtigen AOE. Wie machen wir das denn? Kommen da jetzt noch mehr Skarabäen? Ja, tatsächlich, das wird mit der Zeit, glaube ich, ziemlich gefährlich. Oh, holy. Das wird gefährlich werden, Freunde. Die Viecher haben ziemlich viel Leben dafür, dass sie so klein sind. 500 Leben, holy shit. Wie soll ich die denn alle kaputt bekommen? Ah ja, okay, die verschwinden wieder, alles klar. Das ist aber trotzdem ein bisschen nervig. Wie soll man das denn machen? Ja, komm, komm, komm du da vorne auch nochmal ran. Ist doch kein Problem, dann machen wir euch halt alle kaputt. Ich sollte hier vielleicht so ein Totem aufstellen. Ich habe übrigens das Spielen wieder ein bisschen lauter gestellt, weil in den Kommentaren, weil mir das jetzt gerade auf die Ohren dröhnt, deswegen fällt mir das gerade wieder ein, weil in den Kommentaren mal drin stand, dass das Spiel ja doch ziemlich leise ist. Sag mal, wie soll ich denn das machen hier? Ich habe nichts, was so wirklich auf alle Schaden machen kann. Das sind ja doch ziemlich viele Skarabäen hier. Ich könnte das natürlich auch einfach gegenheilen und drauf scheißen. Ne, die Viecher unterbrechen einen, das ist überhaupt nicht cool. Na, ich würde sagen, ich mache das definitiv mal offscreen. Weil das dauert jetzt gerade zu lang, das ist ja unglaublich. Da geht die halbe Folge drauf für den Spahn mit den Skarabäen, das ist ja einfach nur bescheuert. Ich würde sagen, dass wir in der Folge noch ganz fix ein paar von diesem Höllenwirbelkraut suchen. Wobei das auch wieder so eine Sache ist. Ach, Blizzard, da hast du wieder Scheiße gebaut, die Quests auf Allianz-Seite waren definitiv in die Richtung ein bisschen angenehmer. Da musste man nicht irgendwie 200 Stunden irgendwas suchen oder irgendwas machen. Da hast du deine Gegner getötet, deine Items gesammelt und dann war das was. Und dann hattest du deine EP bekommen und dann waren alle glücklich. Aber was ist das denn hier? Guck mal, hier gibt es nirgends Kraut. Wie lange soll ich denn hier rumlaufen? Ärgerlich sowas. Sowas ist wirklich ärgerlich. Guck mal, nichts, überhaupt nichts. Da vorne haben wir was. Aber dann greift uns wahrscheinlich dieses dumme Schwein hier wieder an. Ach ja, Freunde. Er greift uns nicht an. Okay. Coole Sache. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Da oben irgendwo soll es auch noch was geben, ne? Na gut, ich meine, wir können jetzt hier noch so ein bisschen rumlaufen und Kraut suchen. Aber ihr seht schon, hier gibt es irgendwie nichts, überhaupt nichts. Null. Nada niente. Nischt. Greift uns wahrscheinlich den Bussard da an? Nee. 3 Stück, schaffen wir das in der Folge noch. Mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, mache ich die 2 auf jeden Fall mal offscreen. Und dann können wir die Quests in der nächsten Folge abgeben. Ne, guck mal, hier gibt's nichts. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das liegt auch nicht daran, dass hier andere Leute questen, sondern dass das Zeug einfach nicht respawnt, wenn es abgebaut worden ist. Nö, hier gibt's nichts. Das ist echt gerade zum Kotzen. Ich würde sagen, ich beende die Folge hier mal, mach das offscreen und dann werden wir hier am Dienstag weitermachen, denke ich mal. Ja, ich glaube, das ist das Klügste.
Vielen Dank fürs Zugucken. Sorry, dass wir heute nicht allzu viel geschafft haben. Ist doof. Ihr seht das selber. Das mit den Skarabäen ist totaler Schwachsinn. Das mit dem Höllenwirbelkraut ist totaler Schwachsinn. Weiß nicht, was sich Blizzard da schon wieder gedacht hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis Dienstag um 16 Uhr. Ciao.